Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 auf der Wild West 16-fach und ich starte direkt mal mit der Info. Wir sammeln jetzt Steine und zwar die nächsten 3 Stunden lang. Ich nutze das gleich mal. Und mache gleich mal das Foto dazu. Und verwechsel dann alle Tasten. Sehr gut am Anfang. Weiter geht's. Also wir gehen mal von oben nach unten durch. Wir sammeln weiter die Ballen. Ich habe jetzt mal den Punkt auf Silo Saatgut verlegt. Das ist näher dran an unserer Halle. Wir brauchen hier dann eine eigene Halle. Aber wir haben im Moment kein Geld. Na, wie einigt ihr euch? Masse für Klasse, passt schon. Hier ist alles fertig. Die können wir dann mal abziehen. Das Striegeln hier anstellen. Mal gucken, ob der Arion das ein bisschen besser hinkriegt als der Fortschritt. Hier ist das Striegeln fertig. Sehr schön. Auch schon 1080 Kilometer runter. Wir brauchen definitiv mehr Felder, dass unsere Trecker quasi nonstop ausgelastet sind. Sind sie jetzt im Moment. Wir werden dann auch Stück für Stück nachkaufen müssen. Das Silagegeld haben, da wird es uns besser gehen. Dann können wir 1, 2 Felder kaufen. Silo Input. Zack. So, unser Dings steht da hinten. Da vorne wird schön gestriegelt. Eine gute Million an Gras haben wir gemacht. Ja, das haben wir auch ordentlich schon wieder was weggegangen. Jetzt bräuchten wir Häckselgut noch als Bonus, dass wir einfach mehr Silage erstellen. Viel mehr Silage. Manchmal überlege ich, ob das mit dem Senf wirklich so eine gute Idee ist, aber ich würde es halt gern ausprobieren, auch gucken, wie es aussieht. Und Cranberries hat uns auch sehr lange sehr gut unterstützt. Würde es immer noch tun. Super. Wenn wir das Feld nicht so massiv beschnitten hätten. Und dann irgendwann das Feld 7 ganz wegmachen, suchen wir uns ein neues für die Cranberries. Aber das dauert auf jeden Fall noch mindestens 200 Folgen. So, ab nach Hause. Ja, er ist weiterhin dabei. Wir gucken mal. 4,9. Sprit geht sich wahrscheinlich ungefähr aus. Dann haben wir wirklich eine ganze Menge Baumwolle auch reingeholt. Wir gucken mal hier in die zeitsparende Bestandsprüfung. Baumwolle auch schon 200.000, da machen wir dann aber erstmal Stoff draus, der einen tollen Höchstpreis von 6,9 hat, aber das ist nichts zum Vergleich von den Klamotten, die über 10.000 kommen. Okay, das wollten auch alle sehen, wie ich jetzt... Ja, wir versuchen das trotzdem mal. Warte mal, es ging noch Ü. Ü geht nicht. Und los. Da sind dann 2. Super, diese Halle. Ist der Hammer. 40.000 Bauwolle hier eingelagert. Richtig gut. Richtig, richtig gut. Hier können wir im Grunde... Wie viel ist denn hier eigentlich noch zu tun? 200.000. Naja, könnte man schon mal wieder ein paar Bäume ummachen. Die sind aber inzwischen auch irgendwo da ganz da hinten. Ja, mache ich dann mal offscreen. So, nicht so mit das Spannendste. Kann man immer ganz gut machen, während man nebenbei ein bisschen was auf Netflix guckt. Oder ähnlichen Streaming-Anbieter. Das Ding ist hier auch ganz gut in die Landschaft reingekommen.
Den kriegen wir hier leider immer noch nicht raus. Naja. Grüß dich, Werner. Okay. Hier können wir nochmal auftanken. Dann fahren wir den erstmal ein Stück beiseite. Big X. So, jetzt füllt er erstmal Dings auf. Siliermittel, dann gleich noch Sprit, hoffentlich. Der Siliermitteltank ist viel zu klein. Der hat irgendwie 1500 Liter Diesel, aber 30 Liter Siliermittel. Das halte ich für merkwürdig. 33 Betriebsstunden. Ja, und für den brauchen wir dann diesen Pickup. Was ist denn der? Der muss hier vorne sein, ne? Was ist das Mähwerk? Das Ding ist für die Krone, hat so einen. Geht das auf unseren nicht drauf? Ist ja ein Krone. Nicht Nasenbär. Und trotzdem mal. Ja, hier. Krone Flow. Damit können wir dann. Ist das jetzt Heu oder ist das Gras? Das da? Das ist Gras. Heu ist heller. Kann der Heu nicht aufpicken. Müssen wir Ballen machen. Wir haben ja alles für Ballen da. Dann machen wir Ballen. Schöne Quaderballen. Wenn der Pickup kein Heu kann, dann machen wir es eben anders. So, wenn wir dann irgendwann mal richtig Geld haben, fahren wir hier gegen diesen Pfeiler. Dann kaufe ich mir auf jeden Fall ganz viele von den 330er Varios als Transporttrecker. Nicht als Anhängertrecker, sondern um Schneidwerke hin und her zu fahren und um so Kram zu machen und so Anhänger zu ziehen. Ich finde die cool. Dann so 300, als 314er. Nee. Doch mit, genau, 150, 142 PS. Kriegt er ein paar breite Reifen drauf und Frontladeranbau und GPS. Dann sieht er doch richtig nach was aus. Alternativen? Gerne in die Kommentare. Hier sind schon wieder zwei. Bist du schon wieder da? Sehr schön. Gucke ich gleich mal, wann man Baumwolle anpflanzt. Baumwolle, Baumwolle, Baumwolle pflanzt man. Ach was, im Februar. Ich glaube, ich brauche langsam wirklich mal so eine Liste, wann wir was machen müssen. Nicht jedes Mal so komisch reingucke. So, ist der jetzt hier besser mit dem? Sieht irgendwie nicht so aus. Wie viel braucht denn dieser Striegel eigentlich so an Power? Aber glaube ich auch schon mal nachgeguckt. 150 PS, ja gut, hat er nicht. Der andere hat es auch nicht ganz, also gibt es noch irgendwelche Schnapper? Tja, 280 PS, einen davon haben wir schon. Hat unser auch 280 PS? 7724S. Da gibt es noch einen 26er. Müssen wir den auch mal 20.000 Euro nochmal 20 PS mehr verpassen? Wenn das mal so einfach wäre im echten Leben. So, und das wird dann. Huch. Ach so, das kann ich euch noch erzählen. Ich habe das hier fertig gemacht. Bin ich nur im Flugmodus?
Oder wieso komme ich jetzt hier wieder nicht in die Träger rein? Nein, wir machen es dann so. Ich habe die restlichen Bäume umgemacht und das Feld Numero. Da war ja klar, dass das passiert. Was heißt Fernsehverbot auf Russisch? Netflix. Das ist so blöde. Was habe ich jetzt schon wieder vergessen, was ich machen will? Achso, ja. Also hier, Feld 5 ist einmal drumherum eingefahren. Hier. Sieht man ganz schwach. Das ist also fertig. Damit sind all unsere Felder hier. Oh, Feld 4, Feld 12. Das wird, das wird so der Hammer. So, das können wir einfahren. Machen wir den nochmal sauber, reparieren den nochmal und stellen wir das alles ab. Auch an der Stelle nochmal vielen Dank am Achim für diesen echt coolen Werkstattmod. Das hier ist mal hier durchzufeudeln. Das hätte wirklich lange gedauert. Und sobald wir dann Geld haben, können wir mal Stück für Stück einige der Anhänger hier austauschen. Gegen größere. Falsch. Ja, und ansonsten sehr, sehr gerne auch immer mal in die Kommentare, was ihr euch wünscht. Welche Frucht, wie es weitergehen soll. Okay. So, dann haben wir das auch. Dann werde ich mir mal einen Zettel und einen Stift besorgen hier zwischen den Aufnahmen und werde einfach mal aufschreiben, was wir jetzt jeden Monat machen müssen. Hier bist du falsch. Im Februar dann Baumwolle neu anpflanzen. Im Januar das alles verkaufen. Also da kommt schon was zusammen. Ich glaube, ich werde den Baumwollvollernter dann auch direkt wieder verkaufen. Wobei, also, ich hätte ja gerne den hier. Weil der einfach 11 Meter breiter. Der hat 6 Meter, 6 Meter. Der hat 6 und 10 Meter. Okay. So, das ist der einzige, der diese Quaderballen macht. Die anderen machen diese Rundballen. Die haben zwar deutlich weniger Volumen, also ungefähr ziemlich genau die Hälfte, nicht ungefähr. Aber er hat einfach, der hat auch 10 km/h, also mit 11,4 ist er doppelt so schnell. Und das ist einfach auch ein super cooles Teil. Kostet natürlich fast 1 Million, aber wir werden den wieder verkaufen. Was ist unser noch wert? Bis zum nächsten Jahr habe ich dann bestimmt genug Geld zusammen. Oh, 100.000 haben wir dann liegen lassen. Das ist dann so. Oh, kannst du auch mal sauber machen hier. Ist ja auch ganz gut gelitten. Halber Tank, dreiviertel knapp. Ja, hier muss ich mir noch was einfallen lassen. Das sieht mistig aus. Irgendwie grüner muss das. Ist das hier das Gras, ne? So, wie habe ich denn da die... Das muss hier auch alles weg. So,
Nur, dass hier diese Einfahrt so ein bisschen... Oh, das war jetzt fast ein bisschen viel. Jetzt müsste ich einen Trecker hier haben. Müssen unser... Hier mal die Wege. Achso, das machen wir hier one way. One way or another. Ja, oh, dann ist das ja fast Quatsch, ne? Wie ich das gemacht habe. Können wir das hier zumachen? Dann wird das alles ein bisschen breiter. So. So. Mal, ey. Das so ein bisschen angeglichen hier. Blumen machen immer super viele Bäume weg. Oh, sieht das jetzt aus wie einsam? So halb, ne? Dann können wir doch eigentlich auch noch so ein bisschen... Eher so ein bisschen so machen. Dass es nicht ganz so glänzt. Ja? Oder? Bisschen besser auf jeden Fall. Vorher sah es hier wirklich hier so kantig aus. Jetzt ist hier so ein bisschen was. Es ist noch nicht perfekt. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Ein Deko-Ding noch. Irgendwas Dekomäßiges. Ich will nicht, dass unser Hof so verdreckt aussieht. Ja, so ein Stein. Die finde ich eigentlich cool. So ein bisschen. So ein bisschen. Und oder Reifen hier. Oder? Sagt mal, was denkt ihr? Ja, yeah, das ist eng, aber müsste sich ausgehen. Dann fahre ich den hier noch schnell runter. Von der Strecke. Der braucht eigentlich auch mal sein eigenes Zuhause. Und mit diesen Worten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.